Willkommen zurück hier zu unserer Ultimate Admiral Dreadnoughts Kampagne mit der Sowjetunion. Wir sind zurück und in der letzten Folge gab es ja das Kreuzergefecht, was wir leider verloren haben. Hier geht es jetzt quasi im Anschluss gleich weiter und zwar haben wir einen Kampf der Flotten. Bestehend aus einem schweren Kreuzer unsererseits und drei Zerstörern gegen die Württemberg. Ein alter Bekannter, den kennen wir schon. Ich habe mich entschlossen, ich habe lange überlegt, dieses Gefecht automatisch ausknobeln zu lassen, um zu sehen, wie das jetzt funktioniert. Wir drücken jetzt auf Autolösung und es ist tatsächlich ein Sieg für uns. Das ist ja mal was anderes. Ich meine, wir haben einen mittleren und einen schweren Schaden, aber wir haben einen deutschen Zerstörer versunken und tatsächlich die Württemberg leicht beschädigt. Das ist gar nicht mal so schlecht. Das gibt gut Victory Points. Also, wie ist denn die strategische Lage hier in Russland gerade? Wir greifen zurzeit hier Lettland an, denn das ist von den Deutschen besetzt. Läuft auch bisher ganz gut. Und technologisch sind wir hinterher, aber wir machen ganz gut Geld. Ich habe mir natürlich die Kritik und die Tipps aus der letzten Folge zu Herzen genommen. Deswegen werden wir jetzt natürlich die Transportkapazität erhöhen, denn wenn die langfristig oben ist, machen wir langfristig mehr Geld und umgekehrt genauso. Deswegen lassen wir die jetzt einfach oben. Und gehen mal rein in die nächste Runde und schauen mal, was der nächste Monat, nämlich der Januar 1934, so für uns bereithält. Und hier haben wir jetzt tatsächlich ein ordentliches Flottengefecht. Eine große Begegnung, und zwar bestehend aus zwei russischen Schlachtschiffen. Ich meine, es ist noch die alte Klasse, ich glaube ja. Einem Schlachtkreuzer unsererseits und vier kleineren Zerstörern gegen ein deutsches Schlachtschiff und zwei deutsche schwere Kreuzer und ein paar Geleitschiffe. Wir werden versuchen, uns zurückzuziehen, denn unsere Schiffe sind alt, sehr alt. Und ich möchte das Risiko nicht eingehen, diese zu verlieren, denn das wäre doch ein herber Schlag für unsere Moral. Es hat nicht geklappt, sich zurückzuziehen. Also kämpfen wir das Gefecht. Stellt euch darauf ein, das Gefecht wird dauern. Wir gehen rein und schauen mal, was wir daraus machen können. Da sehen wir einmal die verschiedenen Schiffsklassen, die jetzt gegeneinander antreten hier. Wir gehen rein ins Gefecht. Das ganze Gefecht findet im Morgengrauen vor Kiel statt. Bin ich mal gespannt, wie das jetzt läuft. Wir haben unterstellt die Kampfformation. Das sind unsere zwei Schlachtschiffe, die alten Kähne hier. Dann haben wir einen Schlachtkreuzer, der Division folgt und vier Screening-Schiffe, nämlich vier Zerstörer, die uns hier gleich ordentlich nebeln werden. Wir lassen die Zeit einfach mal ein bisschen vorspulen und schauen mal, wie schnell die Deutschen uns hier finden. So, wir haben tatsächlich ein deutsches Schlachtschiff schon im Blick. Das Schiff sieht gar nicht so unfassbar gefährlich aus auf den ersten Blick, aber der erste Blick kann auch täuschen. Die Hauptartillerie sieht relativ groß aus. Ich glaube, wir haben auch gerade tatsächlich schon... Nee, haben wir noch nicht. Wir haben noch nicht das Feuer eröffnet. Dafür sind wir auch noch nicht in Reichweite. 26 Kilometer. Unsere Artillerie fängt erst bei 22 an. Ich hoffe, es sieht bei den Deutschen ähnlich aus, denn wenn die den ersten Treffer machen, ja, das ist immer doof. Ich würde auch sagen, wir nebeln uns gleich auch taktisch schon mal ein, sobald die Deutschen das erste Geschoss in der Luft haben. Wir werden unsere Formation auch soweit beibehalten. Also ich werde jetzt nicht großartig was dran ändern. Denn die Formation, die wir fahren, ist relativ gut. Wir haben relativ großen Abstand zwischen den Schiffen. Die Zerstörer nebeln ganz gut. Das bleibt alles so, wie es ist. Da wird sich jetzt nichts groß dran ändern hier. Das wäre mir einfach zu gefährlich. Aber wenn wir die Linie weiterfahren, können wir auch potenziell uns zurückziehen. Von daher, vielleicht gar nicht mal so schlecht. Ja, die Deutschen sind jetzt tatsächlich in Reichweite unserer Hauptartillerie. Heißt, wir nebeln uns ein. Und schauen mal, was jetzt passiert. Die Geschütze richten sich hier auch schon aus auf den Feind. Jeden Moment dürfte das hier losgehen. Jawohl, da geht's los. Die ersten Geschosse in der Luft. Das Gefecht ist somit offiziell eröffnet. Schauen wir mal, welche Fahne brennend im Meer versinken wird. Ob es die deutsche ist oder die sowjetische. Die erste Salve, nicht wirklich denkend, kein Treffer, nichts. Nicht sonderlich schlimm, das ist normal. So, da legt unsere Sekundärartillerie in den Kasematten auch schon los. Auch hier wieder relativ lange Nachladezeit. 140 Sekunden, das ist sehr lang, also da müssen wir definitiv aufpassen, dass das nicht uns hier auf die Füße fällt. Deutsche Artillerie favorisiert tatsächlich unseren Schlachtkreuzer, warum auch immer. Weil wir fielen tausende andere bessere Ziele ein. Nee, da kommen jetzt welche. Die hätten schon reingehen können, das war schon sehr nah. Oh, der erste Treffer auf unserer Seite. Das deutsche Schlachtschiff steht in Flammen. Das finde ich gut. Es ist schön, dass unsere Sekundärartillerie auch schon das Feuer eröffnet. Das steigert unsere Kampfkraft dann doch ganz gut. Da kommen die nächsten Granaten. Vielleicht geht aus dem Fächer hier vielleicht was rein. Mal schauen. Nee. Zu kurz. Das ging nicht rein. Ich bin gespannt, wenn wir herausgefunden haben, was für ein deutsches Schiff wir hier haben. Wenn wir ein paar Daten haben. Kaliber,
Geschwindigkeit, Panzerung etc. Oh, da sind die Zerstörer jetzt aufgeploppt. Da müssen wir natürlich aufpassen. Die haben Torpedos, die könnten uns potenziell ganz, ganz gefährlich werden. Aber bisher ein Treffer, zweiter Treffer ging jetzt tatsächlich rein. War halt noch nichts Großes, ne? Alles noch nichts Weltbewegendes hier. Behalten wir einfach mal im Auge, was passiert. Wir halten unseren Kurs bei. Schauen, was die Deutschen draus machen. Unser einer Zerstörer verlässt die Formation jetzt. Das finde ich nicht so gut. Schlachtschiff steht wieder in Flammen. Den nächsten Brand an Bord hier. Sind die deutschen Zerstörer, beziehungsweise nee, es sind ja leichte Kreuzer. Können uns ja auch nochmal zum Ärgernis werden, aber schauen wir mal. Oh, da gab es den ersten kleineren Einschlag der Mittelstreckenartillerie der Deutschen. Ja, da ging auch der nächste schon rein. Durchschlag mit Brand. Na, gar nicht gut. Die Deutschen schießen sich hier ganz gut ein, während wir hier noch keinen Treffer gelandet haben. Und unser Trainingsniveau gewöhnlich ist. Also wir sind gar nicht so schlecht ausgebildet vom Ding her. Ich weiß auch nicht so ganz, was unsere Zerstörer hier machen, aber die kriegen auf jeden Fall mal den Befehl, Torpedos aggressiv zu verwenden. Da gab es den ersten Einschlag auf den Zerstörer. Nicht schön. Bisher geht hier noch nichts. Bisher kriegen wir hier nur aufs Maul. Finde ich besorgniserregend. Unser Schlachtkreuzer hier auch, alle Geschütze schon ausgerichtet. Wie gesagt, das sind halt die alten Schiffe, ne? Das sind die alten, lahmen Kähne aus der Zwischenkriegszeit. Wir kämpfen hier halt schon gegen ein recht modernes deutsches Schlachtschiff. Da kann man dann halt nur hoffen, dass... Ah, der Zerstörer. Aua, aua. Dass wir da vielleicht ein, zwei... Aua, was habt ihr denn gegen meinen Zerstörer, Mann? Dass wir da vielleicht mal... Ja, das war es dann auch wirklich wieder komplett. Einen schweren Treffer landen auf dem Schlachtschiff, der... Wirklich, jetzt gibt's hier den nächsten Einschlag. Ich verzweifle hier gleich. Oh, da gab's einen Torpedotreffer. Da gab's einen Torpedotreffer. Ich glaub's ja nicht. Wunderschön. Herrlich. Das Schiff läuft voll Wasser. Das finde ich gut. Ist zwar nur ein leichter Kreuzer, aber trotzdem ist es etwas. Konnten hier auf jeden Fall die feindliche Formation schon mal ein bisschen aufschütteln. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Da gab's den nächsten Treffer. Und einen Treffer auf dem Schlachtschiff, auf dem Führungsschiff. Oh wei, sowas haben wir hier. 45,7 cm. Das ist tatsächlich kleiner als unser Kaliber, aber der schießt deutlich schneller. Ne? Also der hat 99 Sekunden Nachladezeit, während wir schlappe 142 haben. Ne? Also fast doppelt so schnell. Überdoppelt so schnell sogar. Also das ist hier gerade relativ schlecht vom Verhältnis her. Und da sind die nächsten Geschosse der Hauptartillerie in der Luft, aber bei 0% Trefferchance gehört schon eine Menge Glück dazu, dass da jetzt einer reingeht. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Das geht alles daneben. Wisst ihr was? Wir drehen ab. Das ist mir hier zu heikel. Wir kriegen hier nur auf den Sack. Wir drehen nicht ab, wir drehen leicht bei. Ja? Da gab es den nächsten Torpedotreffer. Ich glaube das nicht. Wunderbar. Ein schwerer Kreuzer mit Torpedotreffer. Das finde ich gut. Wenigstens unsere Torpedos machen hier einen guten Job. Aber die Zerstörer nebeln sich wieder ein. Und so können wir gewährleisten, dass alle auch nach Hause kommen. Alle nach Hause kommen. Jupp, das war es dann auch wieder an der Stelle. Wir drehen hier jetzt leicht bei und versuchen den Abstand zu den Deutschen zu vergrößern. Denn unsere Schiffe sind einfach zu alt. Wir haben ja keine Schnitte gegen die Deutschen. Ich habe nicht gedacht, dass das so dramatisch ist, aber unsere Marine ist viel, viel, viel zu alt. Die Deutschen schießen uns hier buchstäblich in Stücke. Da gab es den nächsten Einschlag. Weiß jetzt auch nicht, was ich davon halten soll. Unser Schlachtkreuzer hat Feuer gefangen an mehreren Stellen. Das finde ich auch nicht so schön. Der Nebel, der deckt unsere Flotte jetzt ganz gut ein hier, aber der ist ja auch nur von temporärer Wirkung. Vor allem, weil die Zerstörer bzw. die Kreuzer hier jetzt auch näher kommen. Müssen wir jetzt halt tierisch drauf aufpassen, dass die uns hier nicht in die Quere kommen. Aber wie gesagt, wir haben noch nicht einen großen Treffer mit der Hauptartillerie getroffen, also das ist hier ganz, ganz schlecht vom Kräfteverhältnis her. Aber ich knall euch jetzt einen bösen Cliffhanger rein. Ich würde damit die Folge für heute auch beenden. Ich hoffe, euch hat der Auftakt des Entscheidungsgefechts vor Kiel gefallen. Falls ja, gerne mit dem Daumen nach oben zeigen und wenn ihr nichts verpassen wollt, an der Stelle auch gerne abonnieren. Ich wünsche euch was, lasst es euch gut gehen, bis zum nächsten Mal und ciao.